Hallo Leute und willkommen zu meinem Cypher Ascent Guide in der Verteidigerposition auf A und B. Ich habe schon einen Guide auf Englisch etwas rausgebracht, aber nur für die Deutschen, also die Leute, die jetzt kein Englisch unbedingt super verstehen, wollte ich den Guide jetzt auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil es doch eine neue Map ist und relativ wichtig. Ich fange jetzt einfach mal auf B-Spot gleich direkt an, dass wir hier nicht lange Zeit verdrödeln. Es gibt mehrere Positionen, wie man hier jetzt seine Camp platzieren kann. Entweder ihr wartet hier, bis die Barrier Gun ist, und dann setzt ihr einfach hier eure Traps hin, wobei die relativ schnell zerstört werden, also werde ich das jetzt nicht empfehlen. Hier könnt ihr meine hinmachen. Falls die quasi von hier kommen und in diese Ecke reinrushen wollen, werden sie direkt gemarkt. Ansonsten ist hier eine super Position, um einmal kurz diesen Weg hier auf jeden Fall abzudecken. Und dann vielleicht noch hier eine, falls die Gegner hier lang rushen. Als Cybercages könnt ihr sie ganz normal hier hinschmeißen. Und sobald halt ein Gegner gemarkt wird, aktiviert ihr den Cybercage und prefire halt einfach weg. Ja. Cam habe ich bis jetzt immer eigentlich hier hochgesetzt. Ist jetzt keine besondere Cam, aber es gibt einen kurzen Überblick über die Map. Falls ihr die jetzt nicht einsetzt, direkt wenn sie hier pushen, wird sie auch nicht gleich zerstört. Und dann könnt ihr sie hier nehmen, damit ihr die Gegner abnehmen könnt. Eine weitere Möglichkeit, mit den Cybertraps zu spielen, jetzt rüste ich einfach mal ganz kurz eine Waffe aus, und zwar ihr geht hier hin und werft die hier oben hin, dann liegt die hier, was jetzt nämlich zu folgendem führt, ich leg mal gleich zwei, dann kann ich es nämlich gleich demonstrieren, jetzt liegt sie zwar wieder hinten, ist aber nicht weiter schlimm, wichtig ist, dass hier auch noch eine hinkommt, jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten, entweder ihr steht jetzt hier, aimt hier ab, natürlich könnt ihr relativ schnell getroffen werden, oder ihr bleibt hier stehen. Ihr spielt ja mit einem Mate auf dem Spot, der wird euch irgendwann sagen, ja, sie pushen jetzt, zusätzlich könnt ihr mit der Cam gucken und dann könnt ihr Cam und den Cybercage aktivieren, hier um die Ecke springen und könnt hier zum Beispiel auf die Füße schießen. Ich zeige es nochmal aus anderer Perspektive mal eben, deswegen habe ich da oben zwei hochgelegt. Wenn ihr jetzt hier hinten stehen würdet, könnt ihr einmal den aktivieren, einmal den aktivieren und habt hier den Split auf die Füße. Ihr könnt ihn gesehen werden. Warum das wichtig ist, warum der zweite gesetzt wird, das kann ich hier jetzt eben demonstrieren. Wenn ihr nur den habt, aktiviert, dann könnt ihr zwar auf die Füße schießen, was auch sehr gut ist. Könnt ihr natürlich könnt ihr die auch so benutzen, sag ich mal. Ah, jetzt sind sie nicht hochgeflogen. So, ihr könnt sie natürlich auch nur so benutzen. Allerdings, sobald die Gegner um die Ecke rennen, werden sie nicht hier weg freefallen können. Die Gegner kommen hier, gucken hier rüber, die Schüsse kommen. Spätestens hier, wenn mehrere Gegner rennen, werden die euch weg freefallen. Und zwar sehr, sehr schnell. Dieser Trapwire habe ich auch schon gut genutzt, wenn ihr jetzt quasi hier abgeämmt habt und dann seid ihr im Bedrängnis, könnt ihr hier runter einmal gehen, hier hinten rein und spätestens dann, wenn da einer die Trapwire gibt, könnt ihr hier runter. Wo ein guter Spot ist, um das zu wissen, wenn ihr hier drinnen einen Gegner markt, hier, sagen wir mal, er ist jetzt hier auf dem Panel oder er steht dahinter, dann könnt ihr nämlich quasi easy da durchschießen. Die Wand hier ist komplett, bis auf ein paar Stellen, feierbar. Müsst ihr einfach austesten, gerade hier könnt ihr ein paar Stellen nicht durchschießen, ja. Aber müsst ihr einfach austesten, hier könnt ihr easy durchprüfern. Das heißt, wenn er hier steht, der Gegner, könnt ihr den wegprüfern. Was natürlich ein neues Gimmick ist auf der Map, ist folgendes, die Türen. Jetzt müsst ihr natürlich mit eurem Team absprechen, ob ihr die Tür closen wollt oder nicht closen wollt. So, zurück auf Spot A gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, den Spot hier zu deffen. Entweder ihr seid der Mensch, der jetzt quasi hier abdefft, oder euer Mate defft hier mit der ab. Dementsprechend müsst ihr dann hier eure Traps setzen, um den Gang hier zu deffen. Eine Standard-Trap ist natürlich die hier und eventuell dann sogar noch die hier, dass ihr da immer um die Ecke schauen könnt. Oder ihr macht quasi die Standard-Trap hier hin, dass die quasi nicht durchpushen können. Ihr könnt währenddessen hier oben stehen und da unten immer alles abaimen, wobei ihr hier auch schnell weggeholt werdet, also ist vielleicht hier das der bessere Aim. Natürlich könnt ihr hier eure Trap an vielen Positionen legen, der komplette Baum ist besetzbar. Ich werde das hier mal eben kurz mit ein paar Traps demonstrieren, die jetzt vielleicht eher weniger, aber ansonsten kann man hier ziemlich viele machen. Natürlich kann man diese Ecke hier oben auch verwenden, so wie hier diese Kabelstränge, die gehen alle, die sind alle
Der Oil Trap war ersetzbar. Die Lampen sind etwas setzbar, aber die bringen euch nicht so viel auf der Höhe. Was natürlich noch ein schöner Trap ist, ist hier einmal auf dem Kabel. Kann natürlich auch wieder komplett variiert werden, wie ihr das haben wollt. Die geht einfach mal quer durch. Ist eine schöne Trapfire. Sammeln wir hier mal ein paar ein, damit wir die Übersicht behalten. Ansonsten ganz normal eure Cyberfetch hier hin, dann könnt ihr hier abaimen. Eventuell sogar so, dann aimt ihr hier etwas ab und aktiviert das Cyberfetch, geht zurück in die Enge, geht zurück zu dem hier. Und könnt dann letztendlich auch noch hier gucken, ob wir welche durchpushen, wenn ihr euch nicht in Gefahr begeben wollt. Ich zu meinem Fall def eigentlich nur A, deswegen werde ich bei A defen hier eine Cam platzieren, damit ich hier den Überblick über den Gang behalte. Eine Standard-Trap kommt hierhin, dass die Gegner einfach mit Smoke nicht durchpushen können, was sehr, sehr wichtig ist. Die aktivieren wir brauchen wir nicht, weil die nächsten Tripwire benutze ich jetzt für einen kleinen Trick. Und der geht nämlich folgendermaßen, ich setze den hier jetzt mittig. Guck aber dann, dass ich ziemlich weit nach rechts versetzt bin, dass ich quasi nach links versetzt bin, dass ich quasi rechts eine offenere Ecke krieg. Dann gehe ich genau unter die Lampe, gehe ein bisschen weiter nach rechts, dass mein Fadenkreuz ungefähr so ist und schmeiß zweimal meine Trapwire hoch. Dann stelle ich mich so hin, dass ich quasi mein Ding wieder aufnehmen kann, meine Trapwire. Jetzt habe ich da oben zweimal Cybercage in der Lampe drin. Sie fliegen nicht runter. Waren davor gebackt, oder nicht gebackt, waren davor eingeklemmt zwischen Trapwire und der Lampe. Und dadurch, dass die Cybercages immer da liegen bleiben, wo sie auch letztendlich lagen, als sie gesetzt worden sind, bleiben die da oben. Das heißt, meine nächste Trapwire kann ich dann easy benutzen, um hier nochmal was abzuaimen. Da habe ich jetzt den kompletten langen Weg nochmal weggemacht. Da ich dann hier meine Cam habe, brauche ich den Gang erstmal nicht. Ich setze den Gang erstmal unter F. Das heißt, ich close. Nun bin ich ziemlich alleine auf dem Spot hier, kann hier ziemlich gut abaimen und sobald die Gegner mache ich folgendes. Ich gehe nach rechts, warte bis sie ein bisschen näher reinkommen oder ich aktiviere dann meine Trapwire und kann jetzt hier auf die Füße schießen. Also ihr braucht zwingend einmal die hier, dann diese Lücke. Ihr müsst genau unten drunter stehen. Bisschen rechts, das Fahrenkreuz muss ein bisschen außerhalb sein und dann sitzen die. Natürlich hier ganz vorsichtig. Jetzt steht zum Aufheben. Jetzt könnt ihr F drücken und jetzt bekommt ihr auch eure Trapwire. Ansonsten bekommt ihr die nicht. Ansonsten aktiviert ihr einfach nur euren Cybercage und er ist sinnlos ausgesetzt. Wenn ich jetzt allerdings anders verteidige, wichtig ist immer, jedes Mal auf einer anderen Position die Trapwires und die Dings ein bisschen hinzusetzen. Das, die hier oben, die könnt ihr eigentlich benutzen, so oft ihr wollt. Die kann ein Gegner nicht wirklich countern, er kann euch höchstens refiren, aber dann geht einfach nicht so schnell um die Ecke. Ihr könnt natürlich die Cam auch einfach hier oben irgendwo platzieren, den Spot komplett verlassen und die Mitte deffen. Es obliegt euch, vielleicht tauscht ihr ein, zwei Runden immer, je nachdem. Was noch zu wichtig ist, wenn ihr hier einen Retake spielt auf der Bombe, und zwar folgendes, die Gegner können, meistens stehen sie hier, hier oder sogar hier. Merkt euch diese Punkte, denn ihr könnt hier folgendes machen, ihr könnt hier easy prefiren. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel kommt, könnt ihr hier sogar schon den Punkt prefiren, bevor ihr überhaupt gesehen werdet. Wenn ihr einfach hier runterschießt, wisst ihr schon, ob da Gegner sind oder nicht. Das ist genauso wie da hinten ungefähr. Also wenn ihr hier steht, ungefähr auf dem Brett hier, dann sind die Punkte, wo ihr prefiren müsstet, ungefähr hier. Das heißt, wenn ihr hier so schießt, prefiert ihr da runter in die Ecke. Genauso, wenn ihr quasi jetzt direkt on top steht, wäre das quasi ungefähr hier, da wo der letzte Balken ist. Also auch wenn ihr jetzt quasi One gegen One noch spielt und ihr wisst nicht, wo der Gegner ist. Hier ist noch zu. Hier könnte er kommen, ihr wisst aber nicht sicher, dann einfach mal den hier machen. Wenn durch Glück trefft ihr einen Headshot und dann ist der Gegner natürlich direkt tot. Hier sieht man die Schüsse nochmal. Die sind genau hier auf der Linie. Das wäre jetzt sozusagen der Guide auf der Map Ascent. Ich hoffe, es hat was geholfen. Wenn ich Updates kriege, dann werde ich sie natürlich direkt raushauen. Ansonsten schönen Tag noch und freudiges Ascent-Spielen auf Valorant. Vorsicht!